Alles super bei mir, danke dir. Und selbst? So, dann wieder zum Bürgermeister. Druggy Kitten, danke dir. Willkommen in der Pfanne. Dankeschön. Hab seit 18 Uhr ein Hearthstone-Turnier gespielt und bin gerade rausgeflogen. Oje. Oje, oje. Ja, dafür habe ich gegen einen Pro-Spieler gewonnen. Ich denke, damit kann ich zufrieden sein. Oh, sehr schön. Spiele ja Hearthstone derzeit nicht mal oft. Sehr gut. Also wenn du gegen einen Profi gewonnen hast, der damit sein Geld verdient, dann ist das schon eine Leistung, du. Auch wenn du jetzt rausgeflogen bist, da kann man schon stolz drauf sein. Na, wer ist denn das? Kill all those people, and for what? A few dollars? Sorry, mister. I think you got me mixed up with someone. No, no. I never forget a face. Never. Okay. Enjoy spending your blood money. Whatever you heard, it wasn't me. Honest. Da lügt aber jetzt aber. Sie Teufel. Was hat er gemacht? 122.000 Dollar hat er gemacht und mich direkt danach gelöscht, ohne noch was zu schreiben. Was? Wie? Was meinst du jetzt? Mit, als er dich besiegt hat, oder wie? Ich verstehe es gerade nicht so. Nicht so ganz. Schnitzel sind klasse. Druggy Kitten, da sagst du was. Da hast du recht. Hast du voll meine Zustimmung. Wie geht's, Druggy Kitten? Alles gut bei dir? Naja, man muss einen ja in der Freundesliste haben für das Turnier und direkt nach meinem Win hat er mich gelöscht, ohne noch GG oder so zu schreiben. Ach so, das meinst du? Ja, da wird er wahrscheinlich mad gewesen sein. Und ich dachte, fuck. Habe ich verkackt. Da wird er ein bisschen sauer gewesen sein. Das darfst du nicht persönlich nehmen. Lord Peon. Oh, Arthur, it's you. Come in. Where's what's his name? Jean-Marc, he's a little histrionic. I'm worried that he's going to open his mouth and say things that aren't true to those vulgar Puritans at the newspaper. Well, perhaps true, but not the whole truth? Look at these beautiful books. This is magnificent. We'll bring this city back to life if it kills me, and it probably shall. Yes. I have two copies of this book. This is an old field guide. Might be of some interest to you, maybe not. But please have it. It's worth quite a bit. Thank you. My pleasure. Listen, Mr. Arthur. I'm sorry to ask this of you. You've done so much, but... But what? Jean-Marc. I'm afraid he's going to open his mouth and say things. How do you mean? Saying nasty things about the work that we have done together, for example. Is that my business? Oh, no. No. Of course not. He also found out some unsettling news about you.
It's all scurrilous lies, of course. But what sort of news? Oh, I do not talk about idle gossip. Please, I'm a public servant, and we are friends. Where do I find him? Well, he does live over on Rue de Zachary. Rue de Zachary. Okay. Thank you, Arthur. Da müssen wir wieder wen besuchen. Ja, ganz gut. Sehr schön. Hunger auf Schnitzel. Oi. Oje, oje. Mir geht's super, danke dir. Ich denke mal, er wird gedacht haben, ich verliere gegen einen Typ, der nicht mal bekannt ist. Rage. Das kann sein, ja. Ja, normalerweise schreibt man schon GG, aber vielleicht wird er sich so geärgert haben, dass er, ja, wie schon gesagt, das darf's nicht persönlich nehmen. Ich denke, das ist auch nichts Persönliches, aber es ist halt nicht, da kein fairer Sportsgeist, sage ich einmal. Ah gut, er wird sauer auf sich gewesen sein, oder? Und wahrscheinlich enttäuscht. Von daher. So, jetzt müssen wir ihm stellen. Fand es ja nicht schlimm, aber warum sind alle Top-Spieler immer so eingebildet? Das kann ich dir nicht sagen. So. Why you wanna go and say those awful things about me, buddy? Best not to make a big drama of things. Come on, let's go see your boss. This is gonna hurt, but it's for the best. Ouch. Knockout. Das Lustige ist ja, ich habe sogar ein komplett eigenes Deck mitgenommen, damit gegen ihn gewonnen. War ich richtig stolz drauf. Sehr schön, sehr schön. Oh, 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 oh. Der Polizist darf mich nicht sehen. Das wäre nicht gut. So, wir müssen die Karte größer machen sonst. Okay, hier ist noch ein Polizist. Komme ich hier irgendwo raus? Na. Oh weh. Wie machen wir das am besten? Aber ist ja klar, jetzt müssen natürlich wieder. Oh, jetzt. Jetzt müssen natürlich wieder viele Polizisten hier rumspazieren. Hast du und spielst du ja nicht mehr, oder? Nee. Habe ich schon lang aufgehört. Habe ich ja auch nie wirklich viel gespielt. War ja nur so casual-mäßig. Oh. Nett geschimpft, die Sackel. Oh. Der haut schon wieder raus. So. Quick, Arthur, bring him around the back. Die Post ist da, die Lieferung. I've missed you. I've missed you. What silly, silly man we have been. Yeah, he had a fall. He might be a little woozy. Oh, the poor boy. Jean-Marc, can you hear me? Where am I? Le mieux. What have you done? Oh, you had an accident, Jean-Marc. Thank the Lord, our friend was there to find you. Really? I don't remember so well. No, Oops. Here. Dann legen wir mal ab. My brother. Jean-Marc, we've been so. I promised to change. I know. What a silly, silly misunderstanding. You see, the problem is principles will destroy us all. Sure. As long as you two are friends again. Yes.
And you say you've changed, so we will run the city like men of honor, like you said. Of course. We will strive to improve the city's moral backbone by any means available to us. Within reason, yes. Yes. Within my reason. Because I am the mayor, Jean-Marc. And I will save you from yourself. Because it's better to get something done than nothing at all, like you said. Utterly corrupted, Lemieux. You've not changed at all. I've been supplanted in your esteem by a wanted murderer. You shame me. No, sir. You shame me with your vain naivete. Oh, how I long for the luxury to have principles such as you. But I must actually do things. I see now. You're lost to reason. Yeah. And I see now that you're a horrible little wretch and a sinner yourself. Your sin is deluded vanity. Now, sir, I am afraid that you must kill him. I will pay you handsomely. And Jean-Marc, I will miss you. I really shall. Kill him. Das war nicht ausgemacht. Please. You're not really going to kill me, are you? No, thought I might. But all I did was love too much. Love? My duty. Yeah, but you're running your mouth you out about of it. Me, buddy. And him. He'll betray you, just like he's betrayed me. Lemieux is a foul rat, but I'm a man of my word. Let me live, and I'll destroy him. And I'll make sure you're left well alone. Come on, please. Please, come on. You want to shoot a sad little man, would you? Nein. Verschonen. I might be a brute, but... I'm not a paid killer. Get out of here. Don't mention me, boy. I give you my word. Der Bürgermeister wird zwar sauer auf mich sein, aber darauf geschissen. Spielt keine Rolle, soll er sauer sein. Aber schön, dass ich mich entscheiden konnte. Weiß nicht, der Bürgermeister sagt hüpf und ich soll springen? Sicher nicht. Sicherlich nicht. Aber er wollte sich nicht die Finger schmutzig machen. Das sind mir immer die liebsten Typen. Ups. Warum? 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 War das der Bürgermeister? Der das angeordnet hat? Fuck! Oh shit! Wo ist mein Pferd? Come on! Pferd, wo bist du? Buell! Fuck! Meine Ausdauer! Oh no! Scheiße, jetzt habe ich einen umbringen müssen. Steig doch auf! Schließlich muss der eine äußerst intime und vor allem persönliche Frage stellen. Oh Mann, das macht. Robson macht das jeden Tag mittlerweile. Ich weiß, was kommt. Ihr Trolle. Robson schreibt das wirklich jeden Tag, wenn er hier ist. Schnell raus aus der Stadt. Was hältst du? Ja. Ihr seid solche schämigen Trolle.
Das war so klar, dass das kommt. Ihr seid genauso ein Troll wie der Typ, der das damals gestellt hat. Die Frage. Absolut irrsinnig. Wollte ich auch schon fragen. Eieiei, Finn. Ist das ein seltenes Pferd, was du gerade reitest? Naja, selten weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob es jetzt selten ist, aber ich habe das Pferd von jemandem bekommen, der gestorben ist. Also der am Sterben war und der hat gemeint, ich soll mich um das Pferd kümmern. Und das tue ich im Moment. Ja. So als sein letzter Wunsch und ich konnte es halt nicht verkaufen. Sowas tut man dann nicht. Finde ich. Auch wenn es nicht das beste Pferd ist. Jetzt versuche ich halt die Verbundenheit zu dem Pferd aufs Maximum zu bringen und dann nehme ich wieder mein altes Pferd und den lasse ich dann halt im Stall. Aber jetzt dabei lasse ich ihn noch. So. Gut. Also wieder zurück in die Stadt und das Kopfgeld zahlen, weil sonst habe ich keine Ruhe. Und was wir jetzt machen, jetzt haben wir ja keine Nebenmissionen mehr. Zumindest wird es nicht angezeigt. Jetzt werden wir die Hauptstory weitermachen. Nachdem ich das Kopfgeld bezahlt habe. Und da bin ich echt gespannt, wie es jetzt weitergeht. $45, das ist schon eine kleine Summe. Wahrscheinlich, weil ich den einen Polizisten erschossen habe. Ah gut, wir können uns das eh easy leisten, ja, um die 3000. Passt schon. Oh. Come on. Y'all wanted a drink. There you go. Now shut the hell up. I'm Kara. She's out of her mind. What is wrong with you? Let's go. Unbelievable. This. So ging das früher. Ich hab's leider nicht ganz gesehen. Einfach mal den Eimer ausschütten am Balkon. So macht man das. Oh, hier ist wieder ein Gesetzeshüter. Die dürfen mich nicht sehen. So schnell Kopfgeld zahlen. Schnell, 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 schnell. Good to see you again, Mister. Kopfgeld bezahlen. Every penny. Sehr gut. Good day to you. So. Leute, ich bin ganz kurz AFK. Ich komme gleich wieder. Bis gleich. Good morning, Mr.
Buenos días. So, wieder da. Oh, Rupted Core, servus. Guten Morgen. Konnte leider jetzt erst kommen. Ja, kein Problem. Alles gut bei dir? Wieso guten Morgen? Guten Morgen. So, jetzt geht's weiter mit der Hauptmission. Boah, ich bin echt gespannt jetzt. Was Sadie vorhat. Problems coming in? Nah. Guess they know now we ain't in the city. Who, Mr. Milton's friends? Yeah, they've had patrols out ever since you boys disappeared. Well, at least you're alive. For now, yeah. What happened in, Guama? Yeah. Nothing nice. What happened to Dutch? Because he seems... I don't know. Seems as... What began happening in Blackwater began happening years ago, maybe. Slow decline, I guess. What do you mean? I ain't quite sure. What happened here? I started gathering people up as best I could after you boys left. And John, you know that part. I do. And Hosea? So that too. Hell, we got Lenny's body out as well. Out of the morgue and buried them together. Bin gerade aufgestanden. Ach so, okay. You coming? Mir geht's gut, sehr schön. Mir geht's auch super, danke dir. Alles tut dir vor dir. So, sicherheitshalber werde ich mich schon mal ausrüsten hier. So. What's your plan here? Well, I figure before we do anything, we need to make sure John's even still at this prison. And how do we do that? We need to get up high enough to get a proper look at the place. What? It's on an island, ain't it? Unless you're planning on learning how to fly. That's exactly what we're gonna do. I found us a hot air balloon. You ain't serious. Now, the pilot, or whatever you call him, he thinks we're just in it for a lesson. Bit of a tour. He's quite the character. I think you'll like him. You know, I'm impressed. You really stepped things up, ain't you? Hey, we didn't know if you was even coming back. Whole thing hit folks real hard. You can see it. Perrin's gone falling fully into the bottle. Strauss is a bag of nerves. Swanson's actually gone and cleaned up his act. So I guess it ain't all gone to shit. I'm just happy you boys were able to find us. Javier said he got the letter I left at the post office. That was a good idea. Until the Pinkertons showed up.
Oh, by the way, I've been hunting O'Driscoll boys. Wow. Killed two of the sons of bitches at a campsite last week. What? Yeah. Seems they've drifted down. Die ist so heftig, die Shani. You're a busy woman, Shani Adler. Oh, she a beauty, ain't she? From here on the ground, yes. Mr. Bullard? Mr. Bullard. Ah, Mrs. Adler. It's good to see you. Good to see you. Ah, this is my friend I told you about, Mr. Morgan. Ah, yes, Arturo Bullard. At your service, sir. At your service. Arthur Morgan. Well, it's a nice, fresh day for flying, sir. A day like today, an Icarus would have made it across the sea. Have you ever flown before, sir? No. Oh, it's quite a thing. Quite a thing. Now, put these on and hop in. Well, ain't she coming? Well, women can't fly, sir. Are you insane? They can't. Oh, no, sir. It does terrible damage to them, to their vapors. I thought everyone knew about that. Why, a delicate flower like Mrs. Adler? Heavens above or below. Ah. Where'd you find this guy? I told you two would get on. Are you sure about this? Certain, sir. Quite certain. Mrs., let us away. Wish us luck. I've only crashed twice. Now, pull on that rope and hope for the best. Ah! You boys have fun. Okay. How did you get out of this? Up and away. Ach du Scheiße. Right. Time to catch a few vapors of our own. It's a little overcast, but I'm expecting some good wind once we're high enough. We should still have some decent views over the river. One hates to be coarse, but on the subject of ablutions, liquids over the side, solids, do your utmost to levy the situation until we land. Okay, Mr. Bullard. I had a client once who fell foul to a rotten oyster on the ascent. A decidedly harrowing experience for all involved. Hab heute Wiener Würstchen gegessen mit lecker Kohl. Oh yeah. It really is. There, you'll have seen nothing. Lass dich mal fallen. Oh, well. We won't get anywhere fast if you don't use the burner, sir. Geht nicht. Fallen geht nicht. Dafür fliegt er viel zu, also fällt er viel zu langsam. Und ich glaube, wir haben nicht so viel Treibstoff, deswegen. Na, Servus, das ist schon hoch. Very good. Keep doing what you're doing. Das ist. All right then, let's break through these clouds. Oh, my God. Yes, heavenly indeed. Quite remarkable, isn't it? Feels like we have a nice westerly wind, so keep her around this height. This particular vessel is state of the art, sir. Imported from Europe. Won't find more than a couple of these on this side. Vögel. So long as it works. Oh, das sieht hammer aus. You sure you shouldn't be doing in VR würde ich jetzt sterben. Child could operate this with a little supervision. Besides, Mrs. Adler told me you were very keen to learn the ropes. We have plenty of those. She did she? In VR wäre das die Full Experience. Arthur and Arturo. How perfect is this? My mother was a keen student of das the Italian age. My brother's called Baldessario, so you could say I got off lighter. Look, I'm trying to concentrate here. Sensor. Did you breakfast in the city this morning, Mr. Morgan? Not exactly. Well, I have a boiled egg in my pocket here that you're very welcome to. I think I'm all right, thank you. Recalling the ablutions discussion. Well, just say the word.
der Zug. If I may ask, what got you interested in the pursuit of aviation? I didn't, exactly. Mrs. Adler thought she'd surprise me. Ah, a very nice woman. And no shrinking violet. Definitely not. I prefer slightly more feminine attire on a lady, but variety is the very spice of life, as they say. Or is it, though? Did you know they locked up the man who wrote that in a mental asylum? I did not, Mr. Bullard. See that cone up ahead on the island? That's the infamous Sisica Penitentiary. Ja, ich habe zwar keine Höhenangst, aber... We shouldn't fly too near to it, though, sir. Sorry, we're going in for a closer aber am Boden fühle ich mich auch sicherer. What do you mean? Mr. Morgan, please, this is most irregular. Well, you want a happy customer, don't you? Look, this isn't funny now. What on earth are you doing? The guards are bound to spot us. Calm down. They won't care if we stay high enough. I'm just looking for a friend of mine. A friend? Poor bastard has a habit of being in the wrong place at the wrong time. I heard they got him working the fields in a chain gang. Dear God. Wir werden ins Gefängnis einbrechen. Ihm ist das nicht klar, dem Arturo. The wind. Well, this is most unusual. Relax, Mr. Bullard. Take over. Keep us well away. I'll do my best. This filly isn't the easiest to control. Oh. So, wir müssen John. We look a little suspicious, wouldn't you say? That ain't John. Best try another spot. Should we, think about heading back? Nein. Try up a bit to your right. That could be him. Yep, that's him. Oh! My God! What are you doing? They're shooting at us! I can see that! Ascent! Didn't I tell you this would happen? Oh my Lord! The wind speed is picking up! We should stay at this altitude, heading northwesterly, so that should take us back to land. Yeah, God, I'm shaking like a leaf! Ab nach Österreich und noch viel weiter. We're in the clear now, Mr. Bullard. Get up. Good Lord, my heart is pounding. I must say, the specifics of this job were not described to me at all sufficiently. Well, it's done now. Wie ruhig Arthur bleibt. Und Arturo. Du war das Herz einer Beutelratte. Sure. Good Lord, is that Mrs. Adler? Where? Being chased. Oh. Yes. Try and get us near. Will there be more trouble, sir? I expect so. I'm starting to rather enjoy this. Hey, Shane! Up here! You're just in time! They're O'Driscolls. Oh! O'Driscolls. Has a lot to answer. Yes, she does. Oh, das ist eine coole Mission. Wait till I tell Baldassario about this! Right now. Looks the same that I've had in years.
China kommen. Oh, leckt es gerade, Leute? Leckt der Stream gerade? Ich hatte gerade schlechte Werte. Arturo! Oh! Oh no! Ein bisschen. Oh je. Komm eh schon runter! Ah, jetzt soll's wieder gehen. Jetzt hat sich's wieder stabilisiert anscheinend. Ah, nur ins Wasser, sehr schön. Von hinten. Was ich noch mache. Wird richtig zum Biest. I only left you an hour ago. You can't stay out of trouble for one goddamn hour. You got that poor bastard killed for his troubles. I kind of liked him. They got Combe, the government. They got Combe O'Driscoll. They're gonna hang him in Saint-Denis. Hang him? Okay. Mm-mm. He's already been tried twice for murder and found guilty. Sure, no doubt he'll escape again. No, he won't, because we're gonna make sure of it. We have our own problems with the law, in case you ain't noticed. Dutch will want to see him swing. Sure, Dutch. He wouldn't even help us with Marston.
And our situation is really messed up right now. You know how things is. Bastard's gonna swing. I'm gonna make sure of it. Closely followed by Marston! You saw him? Yes, in the fields. Okay. Then we go rescue him. From a state penitentiary? No. But from the fields? Yes. That we can manage. It's well guarded. Guarded, sure, but not behind bars. No, it's not behind bars. So, that's how we'll do it. Bust him from his work detail. I guess. It's best just the two of us go. The two of us is all there is, anyhow. Good, because two is all we'll need. I'll get us a boat, a little one, and we'll sneak in and get him out of there. Meet me at Copperhead Landing. Thank you, Arthur. Whatever you say, boss. I heard that. Oh man, oh man. Verrücktes Vibe. So, Moment. Oh Mann, was für ein Höllenritt. Die sind schlecht gelaunt. Die hatten heute ein verkohltes Schnitzel zum Frühstück. Ja, das kann sein. Die O'Driscolls. Aber gut, die sind immer schlecht gelaunt. Überhaupt, wenn sie uns sehen. Aber wir ebenfalls. Und das, da kann ich viel looten jetzt. Das ist schön. Goldene Taschenuhr. Ja, das nehmen wir alles. Gerne, gerne. Happy looting, happy looting. Falls es wieder anfängt zu laggen, sag mir bitte Bescheid, gell? Vielleicht muss ich dann den Stream neu starten oder so. Aber ich denke, das war jetzt eine Ausnahme. Jetzt sieht alles okay aus. Ah, hier liegt mein Hut. Ah, ich hole ihn mir später. Zuerst noch die zwei da. Habe ich überhaupt noch... Sind wieder neue Nebenmissionen erschienen oder so? Na. Machst du mal ein Community-Treffen? Ich gebe Schnitzel-Kohl-Püree aus. Community-Treffen wird schwer, du. Da ich in Österreich lebe und die meisten von euch in Deutschland... Aber vielleicht irgendwann mal auf der Gamescom oder so. Ich meine, ich war sowieso noch nie in Deutschland. Vielleicht irgendwann mal. Wobei ich zu Gamescom nicht wegen den Spielen kommen würde. Also wenn, dann wirklich nur wegen einem Treffen oder sowas. Ansonsten würde ich, glaube ich, nicht zu Gamescom. Gamescom 2019. Ah, weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr ist oder in 2 Jahren. Müssen wir schauen. So lang vorausplanen will ich jetzt nicht. Das werden wir spontan entscheiden. Aber schauen wir mal. Aber Schnitzelkohlpüree, das klingt schon mal ziemlich ekelhaft. Also da wäre ich schon dabei. Bei so einem schönen Schnitzelkohlpüree.
Da lacht das Herz. Ekelhaft. Naja, püriertes Schnitzel mit pürierten Kohl. Ich weiß nicht. Allgemein, püriertes Schnitzel stelle ich mir irgendwie nicht so lecker vor. Wenn es nichts zum Kauen gibt. Oh. There's nobody here, dang it, this is a lost call. Hey, come on, careful. Man, that's dangerous. Unsere alten Freunde. Jesus, the world's cold. Run for his friends. Die schon wieder, Alter. Oh, Mann. Sehr schön. Ah, jetzt leckt's wieder. Eieieiei. Was ist denn los jetzt? Jetzt hat's wieder geleckt, gell? Dann glaube ich, muss ich meinen PC neu starten oder so. Die Antichristen setzen sich in Brand. Pass auf, dass die nicht verkohlen. Leute, ich muss den Stream neu starten. Nicht Stream neu. Ich werde den PC gleich ganz neu starten. Und werden wir dann. Weil das ist Käse so. Das ist scheiße. Dass das so laggt.